mit dem Abschluss der Schulzeit überlegen die meisten jungen Menschen so, was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt für mich? Wie war das bei Ihnen? Mir war so in etwa in der 8. Klasse klar, ich möchte Jura studieren und das habe ich dann auch so gemacht. Insofern war das für mich sehr eindeutig. Die CSU hat jetzt ein Deutschlandpraktikum vorgeschlagen. Was kann man sich konkret darunter vorstellen? Ja, wir können feststellen, dass seit Aussetzung der Wehrpflicht die Distanz zwischen Bevölkerung und Bundeswehr doch größer geworden ist. Junge Leute werden nicht mehr automatisch mit Einberufung und Musterung mit der Bundeswehr konfrontiert. Und dann fehlt es auch oft am Verständnis dafür, wofür wir Streitkräfte haben. Und deswegen soll ein solches Deutschlandpraktikum insbesondere bei der Bundeswehr ein Angebot schaffen, um in kurzer Zeit aber doch einen tiefen Einblick zu gewinnen, was Bundeswehr macht. Und auch Interesse zu wecken für die Tätigkeit der Streitkräfte. Das größte Interesse der jungen Leute ist meistens neben der beruflichen Orientierung eher so der Blick nach außen. Ja, andere Kulturen kennenlernen, die Welt kennenlernen. Wie kann man das möglicherweise verbinden? Ob man das in einem kurzen Praktikum schon tun kann, weiß ich nicht. Wir haben jetzt keine Konzeption, die wir schon auf dem Tisch hätten, sondern das wollen wir erarbeiten mit vielen, die sich hier als Experten einbringen dürfen. Aber ja, die Bundeswehr ist natürlich eine Organisation, die global unterwegs ist, nicht nur in Auslandseinsätzen an vielen Botschaften. Und wer in der Bundeswehr Karriere machen will, der sollte tunlichst gut Englisch können. Also diese Perspektive, die kann man zumindest schon bieten. Das ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Bundeswehr. Aber ohne diese Perspektive geht es bei uns auch nicht. Danke.